Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und Vorstellungsvideo von dem Spiel Dark and Light. Zuallererst, was ist eigentlich Dark and Light? Also Dark and Light ist ein Fantasy-Survival-Sandbox-Game. Es ist kein MMO, haben die Entwickler deutlich gesagt, weil die Server sollen zu Release 60 bis 100 Slots nur haben. Es wird PvP-Server geben und es wird PvE-Server geben. So, das erstmal vorab. Ich werde jetzt im Laufe des Videos einfach mal ein paar wichtige Infos vorab sagen. Danach erstmal, was man über das Spiel wissen muss und zu Beginn des Spiels, was da passiert und so. Und das Kampfsystem werde ich auch noch erwähnen. Und wir fangen erstmal mit den wichtigen Infos vorab an. Die waren nämlich für mich ziemlich interessant, weil mich das Spiel in einigen Teilen sehr an Ark Survival Evolved erinnert. Und Dark and Light wurde 2006 schon mal als MMO released und musste circa 2008 wieder eingestellt werden, weil es keinen Erfolg hatte. Ich denke mal, weil einfach zu der Zeit das Genre nicht so der Knaller war oder nicht so beliebt war. Naja, egal. Auf jeden Fall hat irgendwann der chinesische Entwickler namens Snail Games, die momentan halt auch das Spiel entwickeln, den ganzen Karren damals aufgekauft und entwickeln seitdem ein neues Dark and Light. Wichtiger war aber für mich die Info, dass es um insgesamt 4 Firmen geht. Also nicht die Tatsache, dass es um 4 Firmen geht, sondern welche Firma da unter anderem involviert ist. Und zwar einmal gibt es Inside Ventures. Das ist eine Kapital-Investment-Firma. Die haben mit Spieleentwicklung eigentlich gar nichts zu tun, sind aber der Besitzer der zweiten Firma, Trendy Entertainment. Diese wurde von Inside Ventures aufgekauft und sie waren die Entwickler von Dungeon Defenders unter der Leitung. Und jetzt kommt nämlich das Interessante von Jeremy Stieglitz. Der Name sagt vielleicht einen eingefleischten Ark-Fan etwas, denn Jeremy Stieglitz ist ja momentan der Lead, Lead Director, Lead Designer und noch irgendwas von Ark Survival Evolved. Denn das dritte Studio ist, was mit involviert ist von Dark and Light, ist, wen wundert es natürlich jetzt, Studio Wildcard. Das sind die Entwickler von Ark Survival Evolved. Ark Survival Evolved. Das vierte Studio ist natürlich, wie von Anfang erwähnt, Snail Games. Ich mache aber nochmal ein separates Video dazu, zu der Geschichte, weil dazu wurde jetzt sehr stark, das wird jetzt zu stark abschweifen, was jetzt noch Jeremy Stieglitz damit zu tun hat, weil vielleicht kennt ihr ja die Geschichte oder habt das mitbekommen damals in den News, so im Februar 2017, dass Studio Wildcard einen Rechtsstreit hatte und Ark Survival Evolved gedroht wurde, eingestellt zu werden. Das ist aber jetzt viel zu viel Geschichte. Es geht ja in dem Video jetzt eigentlich hauptsächlich nur um das Spiel Dark and Light selbst. Also mache ich ein separates Video dazu und dann fangen wir an mit dem Spiel, mit der Spielevorstellung. So, zu Beginn des Spiels. Also es werden eigene Server zu erstellen sein. Also jeder Spieler kann zum Beispiel einen Public-Server, ein Private, ein LAN oder ein Offline-Server erstellen, die auch schon zu Launch der Early-Access-Version vorhanden sein sollen. Man kann keine Chars auf andere Server übertragen, können aber jederzeit ein neuer Charakter erstellt werden. So ist es nicht. Die Map soll ziemlich groß sein. Es waren vorher 40.000 Quadratkilometer angedacht, aber das ist ja mega utopisch, also das ist ja unglaublich und wurde daher minimiert und es soll jetzt größer als die Map von Ark sein. Also ihr merkt dann schon im Laufe des Videos, ich verziehe immer Vergleiche zu Ark wegen der Vorgeschichte und weil es mich einfach zu stark an Ark erinnert oder zu viel Parallelen zu Ark hat. Es werden mehrere Biome geben, das heißt, es gibt Vulkanlandschaften, Sumpfgebiete, Schneegebiete, Tundren, Dschungel, Unterwasserwelten, Unterwassergebiete, Wälder etc. Also auch wie von Ark, wie quasi übernommen. Dazu braucht man natürlich auch die passende Kleidung, die man sich natürlich selbst craften und herstellen muss. Was es leider nicht geben wird, sind Schiffe und Boote. Das Wasser ist in dem Spiel nur zum Tauchen da, was mich ein bisschen stört, ehrlich gesagt. Also Schiffe und Boote sollten da eigentlich schon drin sein. Also alles momentan. Alles, was ich sage, ist momentan noch. Also
kann natürlich sein, dass manche Dinge wieder rausgenommen werden, wieder eingefügt werden, also Early Access natürlich. Dann das Wettersystem. Das Wetter sowie der Tag- und Nachtwechsel haben großen Einfluss auf die Menschen und Einwohner und deren Tierwelt. Heißt, nachts sind die wilden Tiere viel aggressiver als am Tag. Also Spieler mit schlechter Rüstung sollten dann lieber im relativ sicheren Dorf oder im eigenen Lager eine Nacht schlafen gehen. Die Nacht soll 50 Minuten dauern und der Tag mindestens eine Stunde. Es wird zum Release über 50 verschiedene Arten geben. Alle haben verschiedene Charakterzüge und Eigenarten. Zum Beispiel Goblins können die Leute bestehlen oder Oger sammeln gerne Schätze. Was heißt, dass Ogerhöhlen voll von wertvollen Schätzen und Loot ist und es sich dann lohnt, die zu überfallen oder zu plündern. Es gibt drei Rassen. Zu Beginn, es gibt, oder was heißt zu Beginn, das Spiel beinhaltet drei Rassen: Menschen, Elfen und Zwerge. Zu Beginn des Spiels wählt ihr davon aus, also eine davon aus und tretet dann einer Fraktion bei, ganz unabhängig von eurem Charakter, den ihr wählt. Je nachdem gibt es eine passende Hauptstadt dazu. Es gibt die Menschenstadt Vado, also die an einer Weide- oder Wiesenlandschaft liegt. Und dann gibt es die Elfenstadt Estelle. Dort leben in der Nähe viele Wildtiere und fliegende Wildtiere vor allem, die auch natürlich getamed werden können. Heißt also, sprich Drache, Greifen, alles was Flügel hat. Welche Kreaturen das genau sind, weiß ich auch noch nicht. Die Zwergenstadt heißt Sarahol, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Dort hat man als Zwerg, denke ich mal, Zugang zu Rohstoffen wie Erze, Eisen und Mineralien. Ob jetzt nur die Charaktere Zugang zu den Hauptstädten haben, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt. Zu Beginn startet man erst in den Slums. Das heißt, man muss sich also erst hocharbeiten mit Level 1, denke ich mal, und man kann dort Wohnungen mieten. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Oder in der Umgebung halt sein eigenes Haus aufbauen. Hauptstädte sind keine Safe Zones. Also heißt, man kann jederzeit überfallen werden und wenn es dort Wachen gibt, oder auch wenn es dort Wachen gibt, die da ein bisschen aufpassen, aber eine Sicherheit gibt es da nicht. Aber es wird Safe Zones geben in den Hauptstädten, wo man sicher ist. Das steht fest. Level Cap ist momentan 60, aber die Devs überlegen es noch auf 100 anzuheben, weil 60 ist dann doch schon ein bisschen mickrig. Man hat ein normales Hunger-Durst-System, ganz normal wie bei Ark. Also man verliert Hunger, man verliert Durst, man hat Stamina, Leben, Lebensbalken etc. Weiter soll es auch Gilden geben, die Häuser genannt werden. Also wie zum Beispiel bei Game of Thrones, zum Beispiel Haus Targaryen oder Haus Stark. Was auch natürlich, wenn man das Spiel oder das Video zum Hintergrund sieht, vielleicht doch ein bisschen an Game of Thrones auch erinnert. Also es sind leichte Einflüsse noch dabei. Und bisschen vielleicht, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gesehen, Mordor so ein bisschen, erinnert mich auch vielleicht ein bisschen, also sind ein paar Einflüsse dabei. Naja, auf jeden Fall können Häuser auch, diese genannten Häuser, können auch Allianzen untereinander bilden. Das heißt, jeder kann unabhängig vom Level Häuser bilden. Also jeder Level 2er kann zum Beispiel sich Haus Stark nennen oder keine Ahnung. Also da gibt es keine Beschränkung, dass man Level so und so sein muss, um ein Haus bilden zu können. Weiter können sich auch noch verschiedene Häuser zusammenschließen und zusammenarbeiten, um Privilegien zu teilen, sprich Zugang zu Gebäuden oder gemeinsamen Truhen zu erlangen. Wir kommen jetzt zum Kampfsystem. Das Kampfsystem soll zurzeit nur Third-Person-Action-Combat-System sein. Heißt, man muss selber zielen. Es gibt kein Crosshair, denke ich mal, was man hat. First Person wird in Erwägung gezogen, aber sie überlegen, das noch einzuführen. Denke ich, es ist ganz sinnvoll, weil nur Third Person finde ich dann noch ein bisschen low. Die Magie wird aber Kern des Spiels bleiben, was ich auch gut finde. Denn ja, wäre ja blöd, sonst könnte man ja quasi es gleich Ark Survival Evolved nennen. Wenn man stirbt, verliert man sein ganzes Inventar. Man kann natürlich dann auch gelootet werden, also die Leiche kann gelootet werden, oder man holt sich anhand eines grünen Strahls, an dem die Leiche liegt, sein Stuff wieder zurück, was jetzt auch bei Ark neu eingeführt würde. Das finde ich echt interessant. Der grüne Strahl ist nur für einen selbst sichtbar und nach 15 Minuten ungefähr despawnt sie.
echt unglaublich, wie viele Parallelen es doch zur ARK gibt. Es gibt 31 Talente mit sogenannten Knowledge Nodes. Nach jedem Level-Up bekommt man, denke ich, welche und kann sie dann auf drei verschiedene Talentbäume einsetzen. Einmal Combat, Construction und Utility. Hergestellte Zauber teilen sich oder verteilen sich auf zwei Arten, einmal Consumable und Stabkristall. Was es genau heißt, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, Consumable werden Zauber sein, die weggehen oder immer wieder neu gelernt oder gecraftet werden müssen, keine Ahnung. Und Stabkristall ist auf jeden Fall ein Stab, den man hat zum Zaubern. Das habe ich gesehen. Aber inwieweit das halt alles noch geht, keine Ahnung. Shapeshift soll es auch geben, heißt, man kann sich in eine andere Kreatur verwandeln, aber um das zu können, muss man natürlich eine Kreatur sehr gut studiert haben, gekillt oder getamed haben. 75% der Kreaturen können gezähmt werden, manche sind mehr oder weniger hilfreich, heißt, manche können Türme verteidigen etc., manche haben, also sprich jetzt mal im ganz Groben, jeder hat so sein Teil, was er gut kann. Also manche können zum Beispiel mehr farmen, manche sind im Angriff stärker, ja. Weiter können auch Tiere leveln. Heißt, man kann seine Tiere auf verschiedene Stärken skillen. Weitere Infos könnt ihr auf der eingeblendeten Internetseite noch sehen. Das ist momentan noch der Trailer vorhanden. Man kann das Spiel kaufen, was heißt eigentlich nur, man wird weitergeleitet auf die Steam-Seite, auf die offizielle. Man kann News schon mitverfolgen. Creatives gibt schon ein paar so Thumbnails. Also ist es mega geil. Community natürlich auch verlinkt und wäre cool, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und ich habe mich schon für die Beta-Version, Entschuldigung, für die Beta-Version angemeldet, für die Closed-Beta. Ich hoffe, ich werde genommen, damit ich euch auch schon ein paar Gameplay-Elemente zeigen kann. Der Dominik, also Kakumo und ich, wir werden auf jeden Fall das Spiel spielen. Wir sind mega gehypt auf das Spiel. Und ich hoffe, ihr seid auch genauso begeistert wie ich von dem Spiel und wir könnten dann ein Haus gründen mit Drachen und zusammenspielen, weil jeder Charakter kann nur eine Stärke sich aussuchen, glaube ich, so habe ich es verstanden. Und man muss wirklich zusammenarbeiten, um irgendwas zu erreichen. Heißt, es soll auch Tiere geben, die wirklich nur von 30 bis 40 Leuten zusammen getamed werden kann oder erlegt werden kann, was halt ziemlich stark auf Teamfähigkeit und auf Gruppengame hindeutet. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass halt jeder so seine Stärke hat und man muss zu demjenigen gehen und sagen, hey, kannst du mir mal das herstellen und so. Wird ganz geil. Das heißt, man ist nicht so OP und kann alles, weil das ist ziemlich low. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Livestream, Let's Play oder Infovideo wieder. Also wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis denne.